Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 25. Oktober 2017? Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Stier, hat einen Einfluss von Scharlatan und Mesartim. Diese beiden Sterne, Scharlatan und Mesartim, befinden sich noch in Tierkreiszeichen Widder, aber wirken in diesem Bereich, wo eigentlich die Tierkreiszeichen Stier befindet. Diesen beiden Sternen, Scharlatan und Mesartim, ist nichts anderes als der Horn der Widder und hat einen Einfluss auf unseren Planet Erde. Das hat eine Symbolsprache und weil das früher auch die Frühlingspunkt hier befand, bedeutet auch Neuanfang und Neubeginn. Also viele Menschen stehen vor einem Neubeginn. Unserem Planet Erde bewegt sich natürlich weiter in Tierkreiszeichen Stier und erreicht die Hyaden und Plejaden. Die Hyaden und Plejaden bilden sich die goldenen Tore der Ekliptik. Diese Hyaden und Plejaden sind nichts anderes als die Töchter von Atlas. Atlas ist diese Riese, was unserem Erde, diesen Globus im Schulter hält. Und die Hyaden und die Plejaden sind die Töchter von Atlas. Und diese Frauen weinen. Das sind auch die Regengestirne und damals symbolisierte auch die Regenzeit. Und diese Tränen können entweder die Tränen der Freude sein oder die Tränen der Traurigkeit. Gut, man darf dazu auch nicht vergessen, die trauern ihren Bruder. Aber jetzt möchte ich nicht in die Mythologie näher eingehen. Wichtig ist zum Erkennen, dass unserem Planet Erde, was Sicherheit, Stabilität uns gibt, ein fester Boden unter unseren Füßen, also Materie, und das in ein Erdezeichen Stier, brauchen wir gerade diese Stabilität, Sicherheit. Wir brauchen diese feste Boden unter unseren Füßen und wir stehen eine Entscheidung, das auch zum Erreichen. Und da brauchen wir die kluge Entscheidung, das auch zum Ziel führt. Dann kommt auch der Mondeinfluss dazu im Übergang von Tierkreiszeichen Schütze auf Tierkreiszeichen Steinbock. Das heißt, Mond bewegt sich jetzt schon im Tierkreiszeichen Steinbock. Aber hier in diesem Bereich, in diesem Grenzbereich Schütze Steinbock, befinden sich auch natürlich nicht nur die Mondbewegung, sondern auch Saturn. Und Saturn möchte auch Sicherheit, Stabilität, Struktur. Das passt ganz gut zum Stier, passt ganz gut zu unserem Erde. Und gerade in diesen Entscheidungen treffen wir auch. Denn in diesem Bereich befindet sich nicht nur Saturn, was etwas in Form bringen möchte, sondern die Lilith-Energie, was zeigt unsere Wünsche und Sehnsüchte und unseren Träumen. Und hier belehrt uns Saturn, das mal ernst zu nehmen. Und das ist alles im Bereich, wo die Zentrum unserer Galaxie steht. Das bedeutet, wir sollen das auch als Ziel setzen und es nicht aufgeben, diesen Zielen. Es ist nicht nur die Zentrum unserer Galaxie befindet sich hier, sondern auch die Schlangenträger wirkt auch noch, weil das sagt auch aus klare Entscheidungen. Das heißt, es hängt alles zusammen. In dieser Position, diesem Bereich Schlangenträger und die galaktische Zentrum und Saturn und Lilith, all das hat unseren Mond verlassen und befindet sich jetzt gerade in Tierkreiszeichen Steinbock. Aber hier hat auch ein Einfluss. Polis ist ein Stern, wo auch ein Einfluss hat auf unsere Mondenergie und vermittelt Erfolg, aber auch eine kämpferische Natur. Also wir sollen diesen Erfolg auch erkämpfen. Das wird uns nichts geschenkt. Und auch Fasis, und das bedeutet, das muss in Form bringen. Das braucht eine Gestalt
und es ist etwas noch undurchschaubar, unklar, aber wichtig ist daran arbeiten und es nicht aufgeben. Ich könnte das mal kurz fassen. Wir brauchen klare Ziele. Das soll unsere Wünsche, Sehnsüchte und Träume entsprechend sein. Diese Ziele nicht aufgeben, auch wenn das alles unklar, undurchschaubar erscheint. Das kommt in Form und wir sollen in diesem Weg bleiben und diese klaren Entscheidungen sollen wir treffen. Und dann kommen auch die Freundestränen und dann erinnern wir wieder auf den Hyaden und Plejaden. Auf diese Art von Tränen, ich vergleiche die Hyaden, Plejaden immer mit Märchen von Frau Holle. Das sind die Pechmarie und die Goldmarie. Eine richtige Entscheidung führt uns dem richtigen Weg und zum Erfolg und da regnet Gold mal symbolisch gemeint und eine falsche Entscheidung könnte unserem Pech sein und natürlich da sind die Tränen der Traurigkeit. Also in diesem Prozess befinden wir uns gerade, nicht nur auf dem heutigen Tag, sondern das sind so Tagesereignisse. Aber wie wirkt es auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Tierkreiszeichen Steinbock. Die Steinbockgeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen oder ein Termin oder ein Vertrag, was Vorteile gibt. Die Chancen, Möglichkeiten sind da. Trotzdem fühlen sich die Steinbockgeborenen kraftlos. Es hat mit der Bewegung etwas zu tun und da sind Einschränkungen. Es ist nicht nur die Kraftlosigkeit, es kann auch Sport bedeuten, dass wir gerade diese Sportart nicht ausüben können, kann auch die Bewegung wie Auto bedeuten, eine Autoreparatur. Die Steinbockgeborenen kommt in die nächste Zeit ein neues Thema und das sind die Werte. Das eigene Selbstwertgefühl oder Wertschätzung oder Wertschätzung verlangen von anderen, aber das hängt auch energetisch Hand in Hand zusammen mit Finanzen und es wird ein wichtiges Thema sein. Die Finanzen in Ordnung bringen, da eine Struktur bringen, Stabilität und Sicherheit, aber auch das eigene Wertgefühl, die Selbstwertgefühl und Selbstwertschätzung wird Thema sein, nicht nur heute, sondern auch in den nächsten Tagen. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen brauchen Sicherheit, Stabilität, auch ein Zuhause und die fühlen sich auch wohl oder brauchen diesen Rückzug, diese Ruhe gerade. Aber sie sollen sich auch ein bisschen bewegen und diese Beweglichkeit, eine kleine Reise oder ein Besuch oder ein Seminar zu besuchen, diese Neuigkeiten oder neue Eindrücke helfen gerade die Wassermann-Geborenen. Wo die Wassermann-Geborenen Einschränkungen haben, das sind die Gespräche und die Kommunikation. Das kann bedeuten, dass sie ein Streitgespräch haben oder dass die anderen in einer anderen Meinung haben und die Wassermann-Geborenen können die anderen nicht überzeugen und da entsteht Missverständnisse. Kann auch bedeuten, dass ein Vertrag, eine schriftliche Sache einen Nachteil hat. Kann auch bedeuten, dass ein Termin wird abgesagt oder kann auch bedeuten, dass die Wassermann-Geborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht und da liegen die Einschränkungen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen genau umgekehrt. Sie können mit einer guten Nachricht rechnen. Die haben mehr Klarheit, schöne Gespräche oder ein Termin oder ein Vertrag, was auch Vorteile hat, gerade bei den Fischengeborenen. Es ist auch wichtig, ein Gleichgewicht finden, aktiv, passiv. Das bedeutet, die Fischengeborenen brauchen Ruhe, Zurückgezogenheit, in eigene vier Wänden zu Hause zu sein oder diese innere Ruhe oder Meditation, aber brauchen auch ein bisschen Bewegung und das feinfühlig sollen sie ausgleichen, weil sie benötigen beide Richtungen, aktiv, aber auch passiv und so sollen sie das ausbalancieren, damit in die inneren Gleichgewicht bleiben. Was die Liebe, Partnerschaft betrifft, da sind sie noch ein bisschen unsicher und wo sie sich ihre Kraft einsetzen sollen, da ist auch wichtig, dass
gut einschätzen können, weil wenn das zu viel ist und fehlt die Ruhe, dann verlieren sie die Balance und übertreiben das vielleicht und dann wird das zu stressig. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist ein Neuanfang da, unerwartete Ereignisse, größere Veränderungen und Entscheidungen. Und es kommt auch alles im Vollen. Die Wiedergeborenen sollen aber auch darauf achten, welche Richtung sie ihre Kraft einsetzen. Sie brauchen diese Klarheit, diese Orientierung. Heute sind Einschränkungen da. Es ist nicht der richtige Moment, etwas zu beginnen. Lieber ein paar Tage warten, bis es Leichtigkeit gibt und verspricht auch mehr Erfolg. Etwas vorbereiten, aber noch nicht handeln. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtig auch das Gleichgewicht, nicht an sich selbst zweifeln, sondern das bekommt jetzt auch diese Struktur, nicht vergessen, unserem Planet Erde bewegt sich hier, also wichtig ist Materie und auch die Sicherheit und hier gilt auch Ziele setzen und es nicht aufgeben und die richtige Entscheidung, klare Entscheidungen, aber die richtige Entscheidungen treffen. Ein Gespräch hat auch eine Wichtigkeit, aber die Stiergeborenen sollen nicht warten und warten und warten, bis diese Nachricht kommt, sondern sie sollen eine Brücke bauen, auf anderen zugehen oder zuhören. Vielleicht bekommen sie dadurch neue Informationen oder eine neue Richtung oder eine Empfehlung. Also wichtig ist auch zuhören oder auf anderen zugehen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen befinden sich in einer Wandlung. Es ist nicht einfach, nicht leicht gerade, aber das führt auch zum Erfolg. Sie brauchen Ausdauer. In den kommenden Tagen kommt aber mehr Leichtigkeit. Nicht unsicher sein, sondern auf dem inneren Gleichgewicht achten und ein bisschen geduldig sein, bis in die Tage etwas sich regelt und mehr Leichtigkeit kommt, wo die Zwillingsgeborenen gerade Glück haben. Das sind die liebe Partnerschaft und auch die Kraft ist auch da, auch die Kraft und die Mut. Etwas mit Leichtigkeit beginnen, vielleicht nicht heute. Das eignet sich in den kommenden Tagen, wenn der Mond im Tierkreiszeichen Wassermann ist, besser dazu. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen sollen auch aktiv-passiv ausbalancieren, weil das gibt die innere Kraft und die inneren Gleichgewicht. Es gibt Situationen, wenn das besser ist, wenn sie sich zurückziehen, nichts dazu sagen, das vielleicht zuhören oder beobachten, aber eher passiv verhalten, sich nicht einmischen. Und es gibt Situationen, wo es da Chancen, Möglichkeiten gibt und dann sollte man schnell handeln, aktiv sein, zugreifen und das sollen die Krebsgeborenen ganz feinfühlig dann diese Entscheidungen treffen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen haben Glück, die stehen im Höhepunkt in ihrem Leben, besonders beruflich, weil die Chancen sind da. Das Leben bietet sehr viel Chancen für die Löwengeborenen. Es kann ein Neuland sein und kann passieren, dass die Löwengeborenen ein bisschen zweifeln daran oder Angst haben von diesem Neuanfang. Aber diese Chancen sind vorteilhaft, besonders im beruflichen Umfeld und die können gut etwas Neues starten und in die Liebepartnerschaft haben die Löwengeborenen aber auch Glück. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist alles stabil, es ist bescheiden, aber stabil, das hat eine Struktur und es kommen auch neue Kontakte, Bekannte, Freunde und die nächste Zeit wird wichtig sein, ein beruflicher Erfolg, ein beruflicher Aufstieg. Die Tierkreiszeichen Waage geborenen fühlen sich kraftlos oder etwas ist unbeweglich. Es handelt sich hier auch um Bewegung. Entweder es läuft nicht so voran, wie Sie das wünschen, oder kann das auch Sport bedeuten, dass gerade
auch nicht dieser Erfolg da ist, diese Unbeweglichkeit eher, kann auch die Auto bedeuten. Natürlich, diese Mars-Energie ist nicht nur die Bewegung, sondern auch eine männliche Person. Und das kann auch bedeuten, dass die Art und Weise erleben, die Wagengeborenen und auch die Steinbockgeborenen, dass Stress haben mit einer männlichen Person oder kommt jemand kriegerisch, aggressiv. Und das sollen sie trotzdem die Ruhe bewahren und die inneren Gleichgewicht. Und bei den Wagengeborenen, aber auch bei den Steinbockgeborenen, wird in den kommenden Tagen dann auch leichter sein, also ein bisschen Geduld noch. Was bei den Wagengeborenen Themen gibt, nicht nur heute, sondern die nächste Zeit, das sind die Liebe, Partnerschaft, aber auch Freundschaften. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren haben eine tolle Ausstrahlung und das ist eine ganz starke Anziehungskraft, fast könnte ich sagen eine magische Anziehungskraft. So wirken die Skorpion geborenen gerade für andere Menschen. Es kann sein, dass die Skorpion geborenen das gar nicht bewusst ist, aber das sollen sie mal auch die Augen öffnen und ihren eigenen Werten auch mal entdecken. Und das auch genießen, diese Zeit auch, diese Kraft auch. Schöne Gespräche sind zum Erwarten und viele Handlungen und Möglichkeiten und Chancen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen nähert sich etwas. Das ist die Selbstdarstellung. Natürlich haben sie noch Lernaufgabe. Die größte Lernaufgabe, was die Schützengeborenen zurzeit haben, ihre Wünsche, Sehnsüchte, Träume ernst nehmen und das als Ziel setzen und nicht ablenken von diesem Ziel, sondern daran arbeiten. Es wird immer leichter. In die Liebe, Partnerschaft sowieso haben Glück gerade die Schützengeborenen. Und diese ganze Prozesse, diese ganze Lernaufgabe ändert sich bald, weil ab Dezember übergeht dann Saturn auf Steinbock und dann sind die Schützengeborenen schon mal entlastet und diese Lilith-Energie, was vermittelt diese Wünsche, Sehnsüchte, aber davonlaufen, diese widersprüchliche Energiefeld ist auch im Grenzbereich zwischen Schütze und Steinbock. Das heißt, da werden die Schützengeborenen auch mal aufatmen können und diese ganze Prozedur beginnt dann bei den Steinbockgeborenen. Also das ist gerade dieser Wechsel, aber momentan wirkt noch bei den Schützengeborenen. Es fehlt aber leichter alles. Wichtig ist wirklich mal ihrem Träumen, Glauben und es wird auch ein Aufstieg sein bei den Schützengeborenen und sie haben das vieles gelernt in die letzte Zeit. Es war nicht einfach, mit Sicherheit nicht, aber dann können sie stolz sein, dass sie das Altes bewältigt haben, eine ganz andere Ausstrahlung, mehr Selbstbewusstsein auch und da können sie wirklich dann mal auch stolz sein und es nähert sich diese Zeit. Diese kosmische Energie ist natürlich allgemein, beeinflusst aber unserem Leben. Und diese kosmische Energie ändert sich jeden Tag, weil jeden Tag, jede Stunde, jeder Moment ist einzigartig. Ich beschreibe das allgemein, aber es besteht auch die Möglichkeit des maßgeschneiderten Berechnen. Dazu benötige ich natürlich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und wir können natürlich eine Jahresanalyse machen. Was kommt Jahr 2018 ganz persönlich? Was für Tendenz und was passiert in die einzelnen Monaten, wie ich da arbeite. Ich habe heute ein Beratungsvideo veröffentlicht. Es ist zwar nicht die Jahr, sondern ein halbes Jahr Analyse. Ein Beratungsvideo für weiße Perlen. Sie können gerne mal reinschauen, mal einen Einblick zu bekommen, wie ich das alles bearbeite und vermittle. Aber das würde ich empfehlen. Ansonsten empfehle ich noch die Blitzberatungen, weil es sind nicht immer diese Zeitabschnitte oder schicksalhafte Ereignisse, benötigt man auch nicht diese Analyse, sondern Fragen, 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 was die Alltag betrifft, wie zum Beispiel, liebt er mich noch, kommt er zurück, denkt sie an mich, ist er treu, kann ich ihn diese Arbeit behalten?
Soll ich diese Schulung machen? Bekomme ich die neue Arbeit? Soll ich mich umziehen? Soll ich dieses Buch kaufen? Soll ich diese Schulung machen? Soll ich meine Eltern besuchen? Soll ich diese Reise buchen? Und. Das sind auch wichtige Fragen. Und das können Sie als Blitzberatung buchen per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, wenn möglich mit Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Stellen Sie Ihren Fragen und ich beantworte diese Fragen blitzschnell. Und mein Honorar beträgt pro Frage bzw. pro Antwort 10 Euro. Ich möchte gerne noch etwas bekannt geben. Ich habe auch etwas Neues begonnen. Und in Zukunft werde ich als Astrologin zusammenarbeiten mit einem Schamanen. Und das können Sie folgendermaßen vorstellen. Sie haben Ihren eigenen Energiefeld. Das kommt von Inneren, von Denken und Fühlen. Ich könnte sagen, das ist Ihre Ausstrahlung. Dann kommt die Ort, wo Sie sich leben. Das ist auch eine Art Energiefeld. Auch die Einflüsse von außen wirken auch. Das sind die Lebensumstände, wo Sie sich leben. Und da muss auch anpassen. Und es ist auch ganz gut, wenn man anpassen kann, auf dem kosmischen Energie im Einklang zu kommen, auf dem Einflüsse von Sternen. Ich meine nicht, dass wir abhängig sein sollen und bei jedem Entscheidungen die Astrologie befragen. Das wäre auch verkehrt. Wir sollen lieber lernen, auf unserem Intuition hören. Aber trotzdem, die Astrologie hilft, gerade wenn es um wichtige Entscheidungen geht und wie ich immer wieder betone, im Einklang zu kommen zur Natur, dieses Gefühl zu bekommen, im richtigen Ort, im richtigen Augenblick zu sein. Und dabei hilft die schamanische Trommel, verbindet uns energetisch und hilft uns, zu diesem Einklang zu kommen. Wir haben immer wieder auch Hindernisse in unserem Leben. Wir lernen auch, all das zu bewältigen. Oft kommt es von unseren Gefühlen, wie Zweifel oder Schuldgefühl oder Ängste. Und besonders die Ängste, wenn das so verankert ist, dann entstehen nicht die Hindernisse, sondern entstehen Blockaden. Und das sind die Stolpersteine in unseren Wegen. Und dann wundern wir, warum das nicht vorangeht. Also wichtig ist, von diesen Steinen, von diesen Blockaden, von diesen Hindernissen, das aus dem Weg zu räumen, dass der Weg frei ist. Und da befreit natürlich dieser Klang der Trommel. Und ich zeige einen Ausschnitt von einer Aufnahme, das zeigt die Mars-Energie, die Mut und die Kraft, gerade etwas Neues zu beginnen. Und genießen Sie jetzt die Klang der Trommeln. Und natürlich besteht auch die Möglichkeit des einzelnen Anfertigen. Und Sie können gerne passend auf Ihren Lebenssituation diese Aufnahmen auch bestellen über mich. Aber ich möchte nicht allzu viel dazu sagen. Genießen Sie die Klang der Trommeln. Und ich verabschiede mich mit diesen Worten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.